Leute, es ist 0 Uhr. Imani ist aufgewacht. Sie hat geweint und hat nach Baba gefragt. Vermisst du Baba? Ja. Aber Baba ist bald da, okay? Nicht mehr lange, noch 3 Tage. Okay. Nicht traurig sein. Okay, Mama. Die Anna mitgekommen hat. Die Anna auch mitgekommen im Training hat. Du kannst leider nicht da zum Training. Das ist ganz weit weg in Spanien. Die Anna kommt mit und Mama auch kommt mit. Wir dürfen leider nicht mitkommen, weil das ist so weit. Das ist nicht in Berlin, das ist in Spanien. Weißt du aber, dass Baba dich auch vermisst? Ja. Baba hat bestimmt ein großes Geschenk für dich. Wo denn? In Spanien. Er hat bestimmt irgendwas gekauft für dich. Was denn? Ich weiß auch noch nicht. Ein Geschenk? Ein Geschenk. Was denn ein Geschenk? Ich weiß noch nicht, aber bestimmt ein schönes Geschenk. Wir gehen jetzt wieder schlafen und morgen rufen wir Baba an, okay? Okay. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Nur die Bogen. Guten Morgen, Leute. Wir zeigen euch heute, wo Nada alles im Alltag fehlt. Normalerweise stehen wir vor Nada auf und dann geht Imani ihn wecken. Zeig mal. Da. Ja. Baba ist aber leider nicht da. Oh no. Leute, dann frühstücken wir normalerweise. Imani und ich bereiten Frühstück vor und dann ruft Imani Baba. Baba, ich bin dich. Baba kommt nicht hier. Weil Baba ist leider nicht da. Oh no. Und da sitzt er normalerweise. Oh no. Ich bin sehr traurig. Und ich auch, die auch traurig. Nein, Leute. Aber er ist nicht da. Leute, wir wollen jetzt rausgehen und wir haben gemerkt, dass Baba fehlt. Normalerweise schmeißt Nada immer den Müll weg. Oh no. Jetzt müssen wir den Müll wegschmeißen, Imani. Ja. Schaffen wir das? Ja, natürlich doch. Jetzt gehen wir spazieren, oder? Nein, in Babas Kopf. Willst du auf Babas Kopf? Ja. Leute, da merken wir wieder, Baba ist nicht da. Immer wenn wir spazieren gehen, geht Imani auf Babas Kopf. Ja. Oh no. Baba? La, nicht weinen. Oh, Imani, nicht weinen. Baba kommt wieder, Imani. Oh, Imani, ich weine, okay? Okay. Ich mach dich jetzt auf meinen Kopf und dann gehen wir spazieren und einen Kakao trinken. Bist du bereit? Ja! Let's go! Imani ist wieder glücklich, Leute. Sie hat einen Kakao getrunken. Mhm. Ein weiterer Tag ohne Baba. Was machen wir heute? Das. Zeig mal. Und was ist das? Das ist mein. Wir malen jetzt mit Pinsel und Tuschfarbe. Aber als allererstes müssen wir unseren Boden vorbereiten, weil wir möchten ja nicht die Wohnung dreckig machen, oder? Ja. So. Glitter. Als allererstes müssen wir die Schmetterlinge machen, aber das dauert 3 Stunden. Wir müssen einmal die Masse mixen mit Wasser, dann hier reinfüllen und dann 3 Stunden warten. Imani, heute müssen wir erstmal Schritt 1 machen und morgen malen wir dann die Schmetterlinge an, okay? Okay. Dann ab in die Küche, wir müssen das nämlich mit Wasser mixen. Let's go! Als allererstes müssen wir jetzt die Masse in die Schüssel legen. Kannst du mir dabei helfen? Ja. Zusammen, zusammen. Jetzt brauchen wir Wasser. Jetzt müssen wir es rühren. Rühren, Imani. Oh no, was ist das denn? Riecht komisch, oder? Ja. Dann müssen wir die Form nehmen. So sieht das Ganze einmal aus. Und wir müssen das hier reinmachen.
Wir haben das jetzt hier reingemacht und wir warten jetzt bis morgen und dann malen wir das morgen an. Okay? Okay. Bis morgen! Wow. Ich bin gespannt. Hey, wow. Guten Morgen! Imani, wohin gehen wir? Wir sind cooking. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Rein in den Fahrstuhl, Imani. Drück einmal bitte die Null. Imani und ich fahren jetzt zusammen zum Frauenarzt, weil ich habe einen Termin. Wir gehen jetzt Baby Nidal gucken. Imani, komm her. Wir müssen uns beilen. Hier lang. Okay, tschüss. Imani, ich fahr los. Imani, willst du jetzt Baby Nidal sehen? Ja! Ich auch. Ich freue mich, Leute. Wir waren irgendwie gefühlt lange nicht mehr beim Frauenarzt. Aber jetzt ist es wieder soweit. Jetzt können wir uns Baby Nidal angucken und gucken, wie es ihm geht. Glaubst du, ihm geht's gut? Ja. Ich hoffe. Wollen wir was malen? Ja, ein Olaf. Ein Olaf. Das ist für dich. Schenke ich dir. Danke. Okay, ich bin jetzt am CTG. Da schaut man immer, ob die Herztöne und Bewegungen regelmäßig sind vom Baby. So sieht das einmal aus. Ihr kriegt dann so ein Band um euer Bauch. Und die Mani guckt nebenbei Jindawi-Vlog. Ja. Das dauert so 20 bis 30 Minuten. So, wir sind wieder zu Hause. Und die Mani, wie geht's Baby Nidal? Gut. Und wie geht's dir eigentlich? Pai. Was? Wie geht's dir? Besser. Besser? Ja. Ging's dir schlecht? Ja. Hä, warum ging's dir schlecht? Die Imani Sport machen. Imani hat so viel Sport gemacht? Ja. Alleine. Ah, und dann ging's dir schlecht und jetzt geht's dir besser? Ja. Das ist wichtig, dass es dir gut geht, damit du immer glücklich bist. Ja. Hey, wow. Okay, Leute, es ist soweit. Wir malen jetzt die Steine an. Mit Pinsel. Mit Pinsel. Sehr gut. Wo ist Imani? Guck, guck. Jetzt bin ich auf das Ergebnis gespannt. Oh, guck mal. Okay, was wollen wir als erstes malen? Das. Imani, kannst du mir sagen, was das für Farben sind? Das. Weiß. Und das? Gelb. Und das? Rot. Und das? Blau. Und das? Hier. Und das? Hier blau. Nein, schwarz. Patz. Imani, du bist schlau. Wie dein Vater. Ist fertig! Ist schon fertig? Ja. Zeig mal. Wow. Hey, wow. Ich hab zwei kleine Geschenke. Wo denn? Unicorn. Und dann habe ich noch was. Ein Unicorn-Malbuch. Bitteschön. Danke, Baba. Ich habe so Hunger auf einen Jindawi-Bowl. Hey, wow. Wo gehen wir? Wir gehen raus. Ich habe vermisst, mit dir rauszugehen. Wo denn? Wo willst du denn hingehen? An ihrem Babakopf. Du willst auf Babas Kopf? Ja. Komm. Opa! Hast du Babas Kopf vermisst? Ja. Ich hab dich auch auf meinen Kopf vermisst. Ja, was hast du für coole Schuhe an? Ja, sie hat jetzt Größe 25. Wer hat dir denn diese schönen Schuhe gekauft? Baba. Was sind das für Schuhe? Ballerina. Nein, das sind keine Ballerinas. Das sind, wie heißen die? Nike Blazer. Hey, wow. Mila, was gibt's Neues? Ich habe einen Astro Jump Ball. Was? Ein Galaxy Ball, das ist ein Ball. Du schmeißt ihn vom Eiffelturm und der kommt wieder zurück in deine Hand. Mila, wer hat dich verarscht? Mädel, ich zeig dir jetzt, wie schnell ich bin. Oh no! Imani, du bist runtergefallen. Alles okay bei dir? Ja. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Nach links. Nach links? Besser, besser, Alter. Wirf jetzt endlich den Ball.
Stopp mal kurz. Schmeiß diesen Ball endlich. Okay. Imani, wohin? Nach links. Imani, wie nach links? Imani, werf diesen Ball jetzt. Wir laufen jetzt das dritte Mal schon durch die Garage hier. Ja. Warte. Wann schmeißt du diesen Ball? Nach links. Wann? Nicht wohin? Nach links? Ja. Imani, werf jetzt diesen Ball. Oh no! Aufpassen, Imani. Hey. Imani, was machst du? Baba, helfe. Wie, du hilfst Baba? Was macht denn Baba? Mein Thema. Weg damit. Sie hat recht, das obere muss weg. Leute, es schneit, das heißt Schneemann bauen. Die letzten zwei Schneemänner sind leider... Ich sag gerade, zwei Schneemänner sind gestorben. Sie freut sich. Imani, alles okay bei dir? Ja, dann meine Hände ist kalt. Deine Hände sind kalt? Ja. Komm, ich puste. Imani will ihre Hände in meine Jacke machen. Ein kluges Mädchen. Alles okay wieder? Ja. Okay, komm. Jetzt brauchen wir den Kopf. Wie soll der Kopf werden? So groß wie dein Kopf? Ja. Hey, ist dein Kopf so groß wie eine Wassermelone? Mhm. Wie groß ist denn dein Kopf? Wie ein Apfel oder wie ein Ei? Wie ein Ei. Also bist du ein Eierkopf? Ja. Sie ist ein Eierkopf. Luisa, das werden seine Arme. Der Arm ist hier zu lang. Natur. Hast du recht, Imani. Baba darf nicht essen. Okay. Nase brauche ich. Ja, wir brauchen eine Nase, aber wir brauchen auch Augen. Was können wir als Augen nehmen? Steine. Und wo ist die Nase? Keine Ahnung. Für eine Nase müssen wir schnell in einen Supermarkt. Imani, wir müssen schnell eine Karotte kaufen gehen. Was passiert? What's going on here? Ich habe was gefunden als Nase, falls wir jetzt keine Karotte finden. Ist das eine gute Nase? No. Ich habe Wunde. Ein kleiner weißer Schneemann. Der steht vor meiner. Hier. Du, ich kann doch keine Nase essen, oder? Sie denkt, es ist eine echte Nase auf einmal. Sie hat vergessen, dass man das essen kann. Ich hab noch was. Nicht, dass ihm kalt ist, weißt du? Ein Schal. Wow. Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür. Bye. Bye, bye. Wir sehen uns. Gute Nacht, ja? Aber nicht wegrennen, okay? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Geht jemand? Okay, Mann. Luisa, er tut mir leid. Ist so kalt hier draußen. Ich weiß. Komm mal her, Imani. Sollen wir ihn mit nach Hause nehmen? Ja. Luisa, Imani und ich haben uns besprochen. Wir sind eine Familie, der Schneemann kommt mit. Wir sind eine Familie. Der Schneemann muss ganz schnell wieder ins Kalte. Sonst schmilzt er. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Das heißt... Oh no. Also müssen wir schnell ihn auf den Balkon setzen. Wir legen den Mehmann auf den Balkon, wo Imani auch schläft. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Er hat eingeschlafen.